Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Resident Evil Code Veronica. Ich packe jetzt erstmal mein Farbband zurück und ich habe nur noch 2 Stück. Krass. Aber egal, ich weiß ja, wo ich noch welches finde. Aber 2 Stück, das wird dann schon langsam kritisch. Immerhin kann ich ja danach nicht mehr abspeichern. Ich habe jetzt auch die Biohazard-Karte mitgenommen, denn die Entlüftung ist ja abgeschlossen. Sprich, wir können jetzt endlich in den anderen Aufgang wieder rein. Ich überlege nur, können wir hier abkürzen? Nee, können wir nicht. Das führt woanders hin. Nee, hier können wir auch nicht abkürzen. Das Spiel ist so voller Abkürzungen, dass ich schon manchmal ganz vergesse, wo die einzelnen Abkürzungen hinführen. Hey, hey, ich will durch diese Tür durch. Ich will hier durch. Lassen Sie mich durch. Ich muss fliehen von dieser höllischen Insel. Genau, jetzt hat hier nämlich auch der Alarm aufgehört. Und gut, dass ich die Karte dabei hatte. Die brauchen wir nämlich noch. Also die Biohazard-Karte. Und jetzt brauchen wir sie auch direkt nicht mehr. Ach, das ist schön. Dass das Spiel einem gleich zeigt, hey, es gibt keine Tür mehr, die du hiermit öffnen kannst, leg die Karte ab. Ist vielleicht heute ein bisschen ungewöhnlich, weil man ja irgendwie alles behalten will. Man wird ja im Videospielen immer zu einem richtigen Messi. Aber sind wir ehrlich, hier geht es um Ressourcenmanagement, da ist das schon wichtig. Und hier fehlt immer noch die Türklinke. Sie ist noch nicht nachgewachsen. So, jetzt bloß aufpassen, dass wir da drin keinen Bandersnatch treffen. Und ich will auch gar nicht wissen, was hier in diesen blutigen Käfigen drin war. ...1126, oder? Ja. Nein! Verdammt! Einmal zu weit gerutscht. Das Schloss wurde entriegelt. So, jetzt gleich mal aufpassen. Wie gesagt, da könnte jetzt ein Bandersnatch drin sein. Oh. Erstmal auf Pause gedrückt. So. Eine blutige Spur. Ah ja, und Säuregranaten. Hier waren vielleicht Versuchsobjekte. Ja, die waren hier vor allem drin, oder? Das ist dann wohl der Wissenschaftler. Er ist schon tot. Hm, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, nachdem sein Kopf an der Scheibe zerdrückt wurde. Sie ist zersplittert oder irgendwas da draus ist entkommen. Daraus ist entkommen. Nichts Nützliches. Nichts Nützliches. Nichts Nützliches. Ein ganzer Raum voller Nichts Nützliches. Es scheint jetzt nicht zu funktionieren. Ich kann es nicht öffnen. Vielleicht hier am Schalter? Nö. Ah, das Skelettbild können wir mitnehmen. Scheiße! Ah, scheiße, 44 Sekunden. Lassen Sie mich durch. Ah, fuck. Die Dinger machen mir Schaden.
Oh Gott, das zählt ja mit für die Zeit. Na super, dass wir hier dann noch so eine kurze... Na egal. Oh Gott, 20 Sekunden noch. Oh nein, das Türöffnen zählt echt mit. Nein. Boah, 15 Sekunden. Ah, das zählt dann nicht mit. Oh. Oh nein. Es war die scheiß Entlüftung gerade fertig und dann... Oh. Ja, super. Das hat ja wunderbar funktioniert. Aber wir haben jetzt ein Skelettbild und ich bin ein bisschen schwächer geworden. Das heißt, ich sollte mich ganz dringend mal heilen. Skelettbild. Skelettbild auf einem blutrotem Hintergrund. Okay, also irgendwo können wir das dann wohl einsetzen. Immerhin haben wir noch die Munition geholt. Stellt euch mal vor, wir hätten zuerst das Bild gegriffen und dann die Munition. Oh Gott, das wäre ja richtig übel geworden. Und hier merkt man jetzt die Unterschiede. Wir hätten in der NSTC-Version bestimmt noch 5-6 Sekunden länger Zeit gehabt. Und das macht dann schon viel aus. Da kann man zum Beispiel noch die Säuregranaten holen. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, jetzt kommen wir da unten erstmal nicht mehr rein. Die Frage ist also, was machen wir jetzt? Was wir mit dem Skelettbild machen, weiß ich gerade sogar gar nicht. Könnte ein Rätsel für das Schloss oben sein? Aber könnte, heißt nicht muss. Ich meine, es gibt noch einen Ort im Spiel, den ich noch nicht besucht habe. Das ist hier nämlich das zweite Geschoss, glaube ich. So ein bisschen Heilung mitgenommen. Ich kann nämlich mit dem Fahrstuhl noch in die zweite Etage fahren. Ich war letztes Mal, glaube ich, im Erdgeschoss, bin dann... Nee, ich kann in die erste Etage fahren. Ich war im Erdgeschoss, bin in die zweite gefahren, aber die erste Etage, die habe ich noch nicht untersucht. Und guess what? Das mache ich jetzt als nächstes. Ah, vertraute Geräusche. Obwohl ich jetzt zwei auf einmal habe. Schuss! Na toll, hab mich jetzt... Oh Gott, der greift mich jetzt direkt an. Das hat er überlebt? Nee, hat er nicht. Ich wollte schon sagen, das wäre ja sehr, sehr komisch gewesen. Hat immer eine Granatladung abbekommen, ja. So, Munition hier hinten noch. Ah ja, von der anderen Seite verschlossen. Na gut. Ach. Zwei Bilder. Und lasst mich raten. Yep, eins fehlt. Und da ist noch ein Adlersymbol. Da ist noch ein Adlersymbol.
nichts passiert. Aber wir können hier abspeichern, theoretisch. Aber wir sehen hier, dass, ne, ihr merkt es schon auf der rechten Seite, da wo das eine Bild fehlt, da muss das Skelettbild hin, das wir in dieser Folge gefunden haben. Mann, jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Ja, genau. Second Floor, dann die Abkürzung, dann zur Truhe. Nee, da lang. Wie hier einfach alle Türen am Knarzen sind. Nächstes Mal nehme ich als Ausrüstung ein bisschen Öl mit. Ich ärgere mich gerade voll darüber, dass ich den Granatschuss versemmelt habe. Ein ganzer Schuss mit Granaten, einfach so weg. So, das packe ich jetzt erstmal hier rein und nehme dafür das Skelettbild mit. Da. Wobei, ich bin ja ehrlich, ich stehe, was Munition angeht, noch recht gut im Futter. Aber es wird noch eine Stelle im Spiel kommen, ich verspreche euch, da werdet ihr merken, warum man hier echt sparsam umgehen sollte. Und vielleicht nicht für jeden Zombie gleich eine Granatladung raushaut. Ich hätte ja gedacht, dass ich mit dem Explosivfall beide treffe, das wäre nämlich wesentlich effizienter gewesen. Nicht, dass ich jetzt hier der Effizienzlord bin, aber es wäre schon ganz praktisch gewesen. So, dann können wir jetzt nämlich das Skelettbild hier aufhängen. Und es öffnet sich was. Und wir bekommen den Goldschlüssel. Ein Diorama. Vermutlich ein Nachbau dieser Anlage. Hier ist eine Höhlung. Aha. Eine Gedenktafel. Darauf steht etwas geschrieben. Für den Tag der Vollendung dieser Trainingsanlage, 8. Dezember, Alfred Ashford. Und dahinter ist Zugang zu was? Ah ja, aber da komme ich jetzt noch nicht ran. Sieht aus wie einmal Munition und einmal grünes Kraut. Porträt eines Mannes. Gut, jetzt haben wir den Goldschlüssel. Ich überlege gerade, der Goldschlüssel, für was war der? Meine, das klingt schon so ein bisschen nach Schloss, oder?
Mir fällt doch gerade kein Raum ein, wo ich einen goldenen Schlüssel für brauche. Ja, definitiv Emblem der Ashford-Familie. Dann wird es das Privatgemach sein. Das heißt, wir müssen mal wieder zurück. Mal wieder ganz zurück. Warning, warning, warning. Überlege, ob ich jetzt zwischendurch mal abspeichern sollte. Aber ich bin mutig. Ich habe zweimal Heilung dabei. Ich kann, sobald ich einen Gegner sehe, sofort die Heilung anschmeißen. Ich habe super viel Munition dabei. Ich bin so mutig und werde jetzt nicht abspeichern. Das klingt, als ob sie mit Stilettos rennt. Merkt ihr, was ich meine? Vorsicht, hier könnten überall wieder Bandersnatches spawnen. Ich habe die Dinger zwar besiegt, aber das muss nicht immer was heißen. Oh, hier ist einmal rotes Kraut. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht mitgenommen. So, ich hoffe, ich finde jetzt hier eine Tür für den goldenen Schlüssel. So, konnte ich hier noch irgendwas in dem Raum machen? Ich kann nur leider gerade alles immer wieder neu durchsuchen. Dabei in die Fänge von Fledermäusen laufen. Ich
bin noch nicht auf Rot. Oh Gott. Ja, jetzt bin ich auf Gefahr. Jetzt bin ich definitiv rot. Ach, kommt schon. Ich glaube, das hat sich jetzt gelohnt hier. Ja, Zombies. Einer lebt hier noch. Wahrscheinlich da hinten, hinter der Ecke. Ich habe gesehen, da hinten war noch ein grünes Kraut, weil ich beim letzten Mal nicht mitgenommen hatte. Was ganz praktisch ist, das kann ich nämlich gleich verbinden. Frage ist nur, hat diese ganze Zombie-Hatz jetzt hier auch was gebracht? Oder, ich weiß, verdammt, ich weiß, wo ich den goldenen Schlüssel einsetzen muss. Und es ist nicht hier oben. Aber okay, wir haben die Zombies schon mal erledigt, ich meine. Gut, wir hätten uns das mit den Fledermäusen sparen können, aber was soll ich machen? Irgendwas ist ja immer. Wir haben immerhin auch neue Heilung gefunden und... nicht alles täuscht, gab es doch noch irgendwo Ink Ribbon. Irgendwo gab es doch noch... Warte mal, gab es nicht noch irgendwo... Oder war das im Zimmer drin? Farbband einmal? Hier doch irgendwo noch mal Farbband gefunden. Und es liegen lassen, das weiß ich noch. Wo war denn das? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. War das manchmal auf der anderen Seite? Schöne Möbel, aber nichts Nützliches. Na gut. Dann lass uns erstmal nach unten gehen, wieder zurück
und den goldenen Schlüssel da einsetzen und ihn benutzen muss. Jetzt fiel es mir nämlich wieder ein. Natürlich werde ich es euch auch sofort zeigen, wo das ist. Ah, fuck. Hey, ich hasse Fledermäuse. Leider habe ich meine natürliche Fledermausfalle nicht mehr. Das Zippo. Ah, hier ist auch noch ein Kraut. Ah, ein blaues Kraut. Oder war das in dem Casino? War das manchmal in dem Casino, das wir gefunden haben, wo ich das Inkribben gefunden habe? Ich weiß halt, irgendwo hatte ich noch einmal. Hier anscheinend auch nicht. Ach ja, gut, wer weiß wo. In welchem der Räume, an denen ich schon 10-mal vorbeigelaufen bin? Komm her zu mir, du oller Zombie. Ha, genau. Ah ja, und immerhin brauchen wir den auch gleich nicht mehr. Na, sehr schön. Oh, das Adlersymbol. Aber das könnte auch das Symbol der Familie sein. Ui. Es ist völlig kaputt. Nachricht an den neuen Familienvorstand.
Okay, das machen wir gleich, denn hier wartet ein Bilderrätsel auf uns. Dem werden wir auch nachgehen. Aber das wird dann etwas für die nächste Folge, ihr lieben Leute. Genau hier machen wir weiter. In diesem Sinne freue ich mich auf eure Kommentare, freue mich auf die nächste Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder hier bei Resident Evil Code Veronica. Haut rein, gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.